Ja, herzlich willkommen, liebe Star Wars Fans, zum Partner Talk. Und heute bin ich zu Gast in der Glaserei Moser und bei mir ist Marinus Moser. Schön, dass du Zeit hast. Hallo, servus. Lass uns ein bisschen sprechen über euer Unternehmen und auch allgemein. Die Glaserei Moser hat uns unglaublich unterstützt in der Bulls Lounge oben. Dazu kommen wir später. Sprechen wir erstmal über die Glaserei Moser selber. Ihr seid ein Familienbetrieb, euch gibt es schon seit einer ganzen Weile. Für was steht ihr? Was sind eure Produkte? Also wir sind ein Familienbetrieb seit 1972, mittlerweile 18 Mann. Für was stehen wir? Wir stehen für sämtliche Glasarbeiten im Landkreis Rosenheim, Innenausbau, Reparaturverglasungen, besonders nach Unwettern, was wir immer wieder haben, Wintergärten, Glasbedachungen, also alles, was mit Flachglas zu tun hat, das machen wir oder sind wir der Ansprechpartner. Ja, klingt wirklich super. Man sieht im Hintergrund auch schon einige der Sachen, die bei der Glaserei Moser hergestellt wird. Jetzt seht ihr auch ein paar Bilder eben von den Türen in der Bulls Lounge, von den Glasschiebetüren und auch in der Mixed Zone, die wir von der Glaserei Moser bekommen haben. Unsere Bulls Lounge wurde ja umgebaut, eben um auch nachhaltig zu sein, um eben in Zukunft auch gut aufgestellt zu sein für die höheren Ligen. Wie war für euch der Auftrag bei uns, diese Glastüren einzubauen? War es anspruchsvoll? War das ein besonderer Auftrag? Ja, es war auf jeden Fall ein besonderer Auftrag. Es war auch, das Schöne war, man hat ja den VIP-Bereich zuvor gesehen und was sich da entwickelt hat. Also das ist wirklich also jetzt ein ganz wertiger Bereich geworden. Und die Glasschiebetüren waren natürlich schon eine Herausforderung. Einmal die Größe, dann die Funktionalität, was gewünscht war. Aber wir haben das hingebracht und war wirklich eine angenehme Zusammenarbeit. Die Glaserei Moser ist eben auch Teampartner bei den Star Wars Rosenheim. Ihr seid in Partnerschaft mit den Star Wars getreten, auch schon ein Weilchen. Wie hat sich das entwickelt? Wie seid ihr als Firma auf die Star Wars zugekommen? Mei, Eishockey ist ja in Rosenheim oder im Landkreis Rosenheim ein Riesenthema. Und wird immer ein größeres Thema. Man merkt es direkt bei den Mitarbeitern. Natürlich ist da immer wieder eine Anfrage da, dass wir ins Stadion reisen und dass wir uns einfach Spiele anschauen, dann im Freundeskreis natürlich. Der Ausschlag war eigentlich dann letztes Jahr das Spiel gegen Rissersee. Da habe ich eine persönliche Verbindung über einen Glaser Kollegen. Und dann hat man sich das Spiel wieder angeschaut und man hat sofort wieder das Herz gemerkt, wie Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo man schon als Kind oder als Jugendlicher drin war und dann auch auswärts mit dabei war und man ist wieder richtig Feuer und Flamme. Ja, man spürt, du lebst das Thema Eishockey auch privat, bist schon auch sehr lange dabei bei den Rosenheimern. Ist das eben auch so ein Grund zu sagen, okay, ich will eben auch mit meiner Firma den Star Wars da in gewisser Weise auch unter die Arme greifen, was er als Partner ja tut, um eben auch diese Ziele, die wir gemeinsam haben, zu erreichen? Ja, das ist, also mir ist das ein ganz wichtiges Anliegen, weil ich sage, die Star Wars, die gehören in die höchste Liga oder mindestens eine Liga höher. Das ganze Umfeld ist da. Es wird jetzt das große Ganze eigentlich umgebaut und man merkt es direkt, dass das große Ziel wieder aufstieg und weiter nach oben gekommen einfach vorhanden ist. Und das ist halt einfach, ja, ich sage mal, für die ganze Region eine ganz wichtige Sache. Ja, man spürt es. Unsere Partner sind Feuer und Flamme für unser Projekt und für die Star Wars. Und genauso muss es sein, da sind wir auch als Star Wars Rosenheim unglaublich dankbar. Lass uns ein bisschen nach vorne spulen. Die Situation ist die, wir dürfen wieder ins Stadion, hoffentlich. Rosenheim gewinnt das erste Heimspiel zu Hause deutlich. Wie ist dein Gesichtsausdruck? Ja! Jawohl, perfekt, wunderbar. Dann sage ich vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, wie ihr uns unter die Arme gegriffen habt, oben in der Bulls Lounge und auch als Partner euch zu haben, ist wirklich sensationell. Vielen Dank und ich freue mich schon, dich im Stadion begrüßen zu dürfen. Danke.